Ja, hallo Leute, herzlich willkommen zu Titan Souls. Ja, heute erschienen, hab da schon ein bisschen was drüber gelesen und was gesehen und ja, war vom Konzept eigentlich ziemlich begeistert. Und deswegen werden wir es jetzt als Let's Play bei mir auf dem Kanal auch mal starten. Vielleicht mache ich auch noch einen Test dazu, da muss ich aber erstmal ein bisschen Erfahrung sammeln, mich ein bisschen ins Spiel rein denken und schauen, was hier so passiert, und das werden wir jetzt hier zusammen erleben. Ich war gerade schon in Optionen, habe ein bisschen die Soundeinstellung gemacht und das Ganze auf Deutsch eingestellt. Zeit habe ich jetzt mal ausgelassen, weiß nicht, was das bedeutet. Ja, Titan Souls. Was ist Titan Souls? Titan Souls ist ein Top-Down-Spiel, so Third-Person, Top-Down, ja, Third-Person nicht direkt, und man muss Bosse bekämpfen und das Ganze nur Bosse bekämpfen. Keine Trash-Mobs. Wer gibt sich schon mit Trash-Mobs ab? Wir machen nur Bosse. Und das Ganze mit einem Pfeil. Wir haben nur einen Schuss, den wir aber immer wieder zurückholen können. Das müssen wir jetzt mal ausprobieren. Also hier, alles jungfräulich. Wir starten ein neues Spiel. Und da sind wir. Wir können rollen. Das macht er automatisch. Oh, wenn ich A drücke, rollt er in die Richtung, wo ich hingucke. Wir können mit B rollen. Wir können mit Y schießen. Und wenn wir Y gedrückt halten, nochmal, X oder Y, ist egal. Dann holt er den Pfeil zurück. Also, wenn ich nur leicht drücke, kommt er nur so ein. Je nachdem, wie weit ich spanne. Jetzt habe ich ihn sehr weit geschossen. Und hole ihn wieder zurück. Okay. Drücke X zum Schießen. Achso, hier wird das auch noch erklärt. Das habe ich schon verstanden. Drücke X zum Schießen. Oh. Ups. Müssen wir auf das Auge schießen? Ja. Jetzt öffnet uns die Tür. So, mit A rollen wir, ja. Nach dem Rollen gedrückt halten, rennen wir. Okay, das ist auch neu, gut. Also mit X einmal drücken und Y, wir schießen dann nicht. Wir müssen immer ein bisschen spannen. Okay. So, und das ist der erste Continue. Und wir sehen hier vier Punkte. Die vier Punkte sind vier Bosse, die wir besiegen müssen. Sobald wir das erledigt haben, haben wir das Gebiet geschafft. So, und hier ist das erste Auge. Ich muss mal einmal gucken. Ich glaube, wir können uns sogar aussuchen, womit wir anfangen. Oh. Ja. Wir können also, wir müssen nicht die Bosse in der richtigen Reihenfolge machen, sondern wir müssen hauptsächlich diese vier Bosse schaffen. So, dann schauen wir mal. Den Rest kenne ich nicht. Was haben wir hier? Was ist das? Ein Würfel? Oh! Okay, das ging schnell. Gut. Wir versuchen trotzdem aber die Bosse immer erst zu schaffen und dann den nächsten anzuschauen. Okay, man kann also während man, die Kamera ist ein bisschen seltsam, man kann also während man den Pfeil zurückholt nicht laufen. Das macht die Sache nicht gerade leichter. Oh. Okay. Ich schätze mal, wir müssen ihn ins Auge treffen. Wow, okay. Das heißt, wir müssen uns den irgendwie zurecht drehen, so dass wir da reinschießen können. Ja, und das Ganze, ich weiß nicht, wie oft wir den treffen müssen. Einmal, dreimal, typische dreimal.
Das ist aber schon schwierig, weil wir sind gar nicht so schnell. Ja gut, aber das wollen wir ja auch. Schwierigkeit. Wenn wir uns in so eine Ecke manövrieren, dann haben wir schon fast verloren. Dann müssen wir eigentlich warten, in welche Richtung er da rollt. Okay. Jetzt machen wir es. Jetzt machen wir es. Wir wollen ja. Gut, durchrushen wollen wir nicht, aber wir wollen natürlich jetzt nicht auch zu lange mit irgendeinem einfachen Anfangsboss verbringen. Das meinte ich. Da hätten wir dann schon vorher also aufmerksamkeitsmäßig gucken, wo geht er hin? Er rollte nach links, also hätten wir nach rechts gemusst. Aber der Held ist nicht der schnellste. So meinte ich das. Das war knapp. So, jetzt müssen wir überlegen. Zack, zack, zack. Und wir haben ihn getroffen. Und haben ihn besiegt. Oder was passiert jetzt? Ah, ich hol. Okay, First Blood. Okay, wir haben den ersten Boss geschafft. Haben wir unseren Pfeil zurück? Ja, haben wir schon. Okay. Okay, ja, das ging doch. Wenn man so ein bisschen verstanden hat und ja, so ein bisschen, was heißt Glück? Oh. Dass der immer erst rollen muss. So, was gut. Haben wir hier. Und dann gehen wir nach rechts und dann gehen wir nach oben. Okay, hier haben wir schon mal einen Eingang. Was ist das? Der Blob. Oh, in einem Teil ist was drin. Ich denke mal, wir dürfen uns nicht treffen lassen. Oh. Oh, genau. Jetzt sind wir da drin. Okay, was war das? Ein Herz, ne? Ich glaube, das Herz. Entweder müssen wir alle Kugeln kaputt machen, aber wenn da schon ein Herz drin ist, ohne jetzt auch ein Herzsymbol oben drüber gewesen. Gehe ich mal davon aus, dass wir nur das Herzteil machen müssen. Oh, ach, wir haben den jetzt getroffen. Ach, mit dem Pfeil auf dem Rückweg. Oh, ach du Scheiße, der Schleim macht uns langsam. Ja, super. Wir müssten mal mehr rollen. Zack. Und zurück. Ah, schade. Ah, die rupfen alle auf uns zu, nur das Herz kropft weg. Jawohl. Fall zurück. Nein, 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 nein. Jawohl. Oh, es ist immer. Oh. Verdammt, es war immer noch nicht besiegt. Das war dann alleine. Das hätten wir dann nochmal treffen müssen, denke ich mal. Okay. Ich treffe noch nicht mal so. Also. Jetzt. Okay, alles klar, wir fangen an. Gibt's nicht. So, jetzt. Schade. So, jetzt besser. Nein, jetzt haben wir auch zwei Mal genau vom Herz getroffen. Er kam direkt auf uns zugesprungen. Na. Okay.
Na, hier gehört dann auch ein bisschen Glück dazu. Ja, was heißt Glück? Man muss halt gucken, wie die springen. Ne? Man darf nicht. Ich denke mal nicht, was wir. Oh. Da habe ich jetzt auf den Fall geachtet, der flog. Ich denke mal, wir sollten nicht so viele Kugeln erzeugen, weil die kleinen wird dann etwas unübersichtlich. Jetzt hatten wir ganz viele kleine. Aber kriegen wir die ja nicht. Ja, vielleicht kriegen wir die auch ganz kaputt. Dann wird es noch leichter. Das hat jetzt was von Peng. Kennt ihr doch Peng? Habe ich mal in meinem Retro-Mittwoch auch gespielt. Verlinke ich euch einfach mal. Könnt ihr mal reinschauen. Mist, jetzt habe ich das nochmal getroffen. Das wollte ich natürlich auch nicht. Nein, 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 nein. Oh, da hätte ich den Fall nicht holen dürfen. Also durch den Schleim ganz gefährlich. Da wären wir ganz schön langsam. Wobei Peng berechenbarer war. Von den Bewegungen der Kugeln. Da wurde es dann einfach nur irgendwann unübersichtlich. Getroffen, das wollte ich eigentlich auch nicht. Renn, 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 renn. Oh, oh, ich konnte mich nicht mehr bewegen. Zu viel Schleim. Habe ich mich wieder in die Ecke drängen lassen. Tja. Aber. Definitiv machbar. So, wir machen das jetzt ganz langsam und konzentriert. Jetzt haben wir den zwar einmal mehr getroffen, als ich wollte. Und jetzt habe ich alle getroffen, die ich nicht treffen wollte. Jetzt haben wir viele kleine. Das ist gar nicht gut. Das ist überhaupt gar nicht gut. Oh, 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 oh. Nein, 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 nein. Oh, ich hing hier im Eingang fest. Das gibt's nicht. Da war eine Ecke, wo ich festhängen. Ach, jetzt hätten wir es fast wieder geschafft. Also, es ist wirklich nicht so einfach. Oder ich stelle mich natürlich mal wieder unendlich Dark Souls-mäßig doof an. Ah, ja. Den habe ich natürlich wieder zweimal getroffen. Boah, habt ihr das gesehen? Als wenn der an mir klebte und direkt auf mich drauf gesprungen ist. Ärgerlich. So, wir werden die Parts auf jeden Fall kürzer halten als Standard. Wir werden keine 20 Minuten machen, wir machen 15 Minuten Parts. Oh, oh. Ich hatte den Fall ja schon wieder. So, kommt mal schön zu mir, kommt zu mir, kommt zu mir, kommt zu mir. So, oh nein. Du auch, du kommst auch zu mir. Nein, 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 nein. Ach, da habe ich ja völlig daneben gezielt. Keinen weiteren getroffen auf dem Weg, das ist gut. Oh, da war der Dicke ganz schön nah. Nein, 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 nein. Komm zurück.
Nein! Wieso habe ich denn nicht getroffen? Okay, okay, ja, jetzt machen wir es. Gibt's nicht. Gibt's nicht. Ich renne noch eine Runde. So, jetzt. Ich treffe den nicht. Der springt immer in dem Augenblick hoch. Ja, ich habe ihn erwischt. Wir holen uns unseren Pfeil zurück. Und damit sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Titan Souls. Bis dann, tschüss!